Hier wollte ich noch mal ein kleines Video aufdrehen, da wo unsere Salzgenerator gezeigt wird. Sie sehen ein Loch und da, Sie hören diese Summen, da werden genau jetzt die Partikelchen reingepusht. Sie sehen, ich weiß nicht, ob Sie genau so gut sehen wie ich, genau um so gut zu erklären. Genau diese Puderzucker, das ist so wie Pudersalz, ja? Genau, man sieht so wie ein Feuer, ja? Aber das ist keine Feuer, das sind die salzigen Partikelchen, die gehen. Also die gehen rein in unsere Salzgrotte, ja, und die Leute liegen hier auf diese Liegen und atmen, ja, tief atmen. Man kann auch Mund aufmachen und tief diese ganze salzige Partikelchen atmen. Also wenn ich jetzt spreche, ich habe die ganze Mund voll. Genau, da muss ich schon etwas vorsichtiger sein, weil ich habe ja schon heute sehr viel Salz eingeatmet. Ja, aber das ist ja gut, weil ich bin ja allergisch und das ist sehr gut gegen Allergie. So, genau, Sie sehen dieses Sensor da, genau da hinten. Genau, dieser Sensor, der überwacht einfach, wie viele Partikelchen hier in die Luft fliegen. Und nach Bedarf wird das alles reingepusht. Und das ist gut für alle, die Atemprobleme haben. Asthmatiker, Leute mit Bronchieninfekten, Allergiker oder die Leute, die da schon lange krank sind und können überhaupt sich nicht erholen. Man muss natürlich nicht krank sein, man muss nicht nur krank sein, um reinzugehen. Ja, das stärkt auch Immunsystem, weil das ist ja, wird hier geblasen, naturbelassene Salz und da kommen viele mineralische Mineralien und man bekommt quasi die Kalzium, Magnesium, Brom, Jod und so weiter, ja. Genau, tief atmen, ja, Sie sehen, genau, das ist keine Zauberheit, das ist genau diese Partikelchen, diese Salzstaub, ja, die aus unserem Salzgenerator läuft, ja, Sie sehen, ich einfach mit einer Taschenlampe habe ich das jetzt beleuchtet einfach von unten, Sie sehen die Taschenlampe, genau, und so kann man diese Partikelchen sehen, ja, weil ohne Taschenlampe sieht man gar nichts und wir können die nur spüren, weil Salz ja hat keinen Geruch, wenn wir reingehen, ja, wir riechen ja gar nichts, ja, es riecht vielleicht ein bisschen wie nach dem Foto wieder, wurde ein bisschen frisch gestrichen, aber sonst sieht man nicht, ja. Man kann das nur spüren, wenn Sie Mund aufmachen, Sie bekommen so salzigen Geschmack im Mund, ja. Genau so, tief atmen, ja, also das ist auch unsere Credo, dass wir alle sich hier tief atmen, bewusst atmen. Natürlich viele einschlafen, ja, sie kommen einfach hier nur zu regenerieren, ja. Ja, oh, so gut kann man sehen, Sie sehen genau dieses Licht, ja. Und da, das ist ja so dickflüssig, ist unsere Luft in der Salzgrotte, Sie sehen es, ja. Genau. Deswegen kommen Sie einfach, wenn Sie irgendwelche Atemprobleme haben, ja, wenn Sie Hautprobleme haben, einfach kommen Sie und legen sich hin, entspannen sich hier, weil hier kann man auch Musik hören, Wasserplättchen und einatmen, ja, damit kann man richtig gesund werden. Wir sind schon hier fünf Jahre seit 2010, ja, im Juli werden wir unser Jubiläum feiern, 27. Juli, also kommen Sie vorbei. Und genau, wir haben schon viele Leute, die da uns sagten, weil wir fragen einfach, wie es ihnen geht, ja, berichten sie an uns, schreiben sie an uns, wie ist das eigentlich, wie ist ihr Zustand, ja, und wir haben so positive Resonanz, dass das, also sagen sie, wir haben auf so einen Erfolg selbst nicht gezählt, als wir da die Salzgrotte aufgemacht haben, das habe ich gemacht, weil ich selbst sehr starke Allergie habe, aber jetzt ist wirklich, also mir ist auch viel, viel besser geworden, ja, ich nehme jetzt überhaupt keine Medikamente mehr, also das ist schon, ich finde, das ist schon ein Erfolg, ja, also ohne Cortisonspray zu leben, ohne Tabletten zu schlucken, das ist schon echt, genau, also Sie sehen es weiter, ja, also genau, ich gehe jetzt ein bisschen weiter, genau, Sie sehen, in der Salz, ganze Raum wird ja vernebelt, ja, egal wo Sie liegen, ja, egal, ob welche Ecke wir nehmen, ja, da ist ja überall diese salzige Luft in der Grotte. Das ist natürlich funktioniert, wenn Sie eine Salzgrotte erwischen, da wo dieser Generator installiert ist. Also ich persönlich kenne nur 5 in ganz Deutschland. Leider ist dieser Generator ein bisschen so teure Geschichte, deswegen ja nicht jede kauft das, aber das ist eine Muss, ja, also beziehungsweise eine Soll, ja. Weil sonst ist es ein bisschen zu wenig, wenn wir nur Wände, sagen so, mit Salzsteine bekleiden. Ja, deswegen einfach, wenn Sie, egal an welchem Ort Sie sind, ja, weil da gibt es sehr viele Salzgrotten in ganz Deutschland, einfach fragen Sie nach einem Salzgenerator. Ja, dann haben Sie dieses Effekt, auf den Sie warten. Ja. Genau, so schon. Das irgendwie macht mir auch Spaß, das zu filmen.
weil ich weiß, dass er so gesund ist und super. Ja, das ist sehr gut, sehr gut. Mhm, sehr schön. Es summt ein bisschen natürlich, also erste 10 Minuten, wenn sie hierher kommen, da können sie sich nicht sofort entspannen, nicht sofort einschlafen, weil die ersten 10 Minuten müssen sie hören, wie der Generator Salz produziert. Ja, sie sehen diese blaue Lichter, der Salzgenerator ist aktiv. Oh, jetzt gehe ich genau gerade an die Quelle rein, ja, das ist genau, ja. Und, aber danach ungefähr nach 10, ja, so 10, meistens 8 bis 10 Minuten und dann ist es ja ruhig. Ja, da kann man ja schlafen und Musik hören und da kann man sich entspannen, weil wir kommen sich also nicht nur entspannen, sondern auch behandeln. Ja. Weil manche haben sich schon irgendwie ein bisschen beschwert, ja, nach dem Motto, was summt da, ja, wir können nicht schlafen. Aber ich sagte, schlafen kann man auch zu Hause. Ja. Genau, super, gut. Dann ich wünsche Ihnen dann genau viel gesund zu sein und wir warten einfach auf Sie, auf unsere Salzgrotte in Frankfurt, also www.salzheilgrotte.de, das ist auf Eschenheim-Anlage und ich warte einfach auf Sie. Ja? Dann schönen Abend wünsche ich Ihnen. Alles Gute.